ich bin nie für Abriss, wenn die Substanz was hergibt. Tutti in Italia abbiamo a che fare con edifici molto pesanti dal punto di vista culturale. In order to preserve the richness of the history, it's really important to save all the historical pieces together. Abriss oder Erneuerung? Die Drusus-Kaserne in Schlanders im Finchgau sorgt in ganz Südtirol für Diskussionen. Seit Jahren gab es bereits Widerstand gegen die Pläne der Gemeinde, den Großteil des Kasernenareals abzureißen. Seit Jahren sprachen sich viele für nachhaltigere Lösungen bei einer Neunutzung aus. Im vergangenen Oktober hat der Schlanderser Bürgermeister in einer rechtlich fragwürdigen Nacht- und Nebelaktion versucht, diesen Diskussionen ein abruptes Ende zu bereiten. Der begonnene Abriss wurde zwar von den Autoritäten gestoppt, ein erheblicher Schaden an der Palazzina Comando, dem wohl historisch wertvollsten unter den Gebäuden, konnte jedoch nicht verhindert werden. Nun haben sich 10 Tage lang 40 Architekturstudierende aus ganz Europa mit den Bauten beschäftigt. In einem Workshop, den die Universität Bologna organisiert hat, erarbeiteten die Studierenden in Gruppen ihre Ideen. Im Mittelpunkt steht eine nachhaltige und kreative Nutzung von vorhandenen Rohstoffen. C'è moltissimo potenziale, nel senso che vedo un'energia e anche una qualità degli spazi della piazza esterna che davvero potrebbe rappresentare un punto di raccolta per le persone, un luogo dove vivere, un luogo che anziché forse essere chiuso, come al momento diciamo dall'esterno questa percezione che si ha, potrebbe essere veramente aperto ad aprire, insomma ad accogliere persone, ad accogliere nuova vita. Früher hat man das oder ist man es sehr abstrakt angegangen. Man macht einen Entwurf, man schaut sich ein bisschen die Lage an und denkt sich irgendetwas aus und das ist es. Wenn man mit Bestand arbeitet, ist es ganz anders. Man muss eigentlich erst verstehen, womit man zu tun hat. Und die Studierenden müssen eine Beziehung zu diesem Bestand aufbauen. Eine Empathie, würde ich sogar sagen. La sensazione è che nel momento in cui la popolazione o le persone partecipano e hanno un luogo di confronto in cui possono esprimere senza giudizio, solo esprimere il loro punto di vista, raccontare la loro storia, è un importantissimo punto di crescita per la comunità, perché si prende consapevolezza da dove si parte, che ci sono opinioni diverse, che è legittimo che ci siano, ma che insieme si può discutere e trovare una soluzione. E davvero contribuiscono a questi processi democratici che in qualche modo sono fondamentali, credo. Zur Abschlussveranstaltung des Workshops wurde auch die Bevölkerung von Schlanders eingeladen. Museen, leistbare Wohnungen mit platzsparenden Parkmöglichkeiten, Cafés auf Dachterrassen und andere Ideen wurden als Modelle präsentiert. Eine Gruppe entschied sich für einen experimentellen Zugang. Unter dem Motto Shifting the Narrative wurde in einer Kunstperformance symbolisch ein altes Narrativ zu Grabe getragen, sodass ein neues davon auferstehen konnte. 46.628079. Welcome to the Dissonant Act. This is our cleansing ritual, prepared and conceived for you. Thank you! Vielleicht kann es in diesem Sinne auch gelingen, das ehemalige Militärareal in ein Friedensprojekt umzuwandeln.